Leon Guevara, 0-2 verloren gegen Derby County. Wie platt bist du nach dem Spiel gegen die Engländer? Also man merkt auf jeden Fall schon die 90 Minuten, es war kein leichtes Spiel, zumal auch Derby County sehr robust war, agil, vor allem kopfballstark, also es war auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Aber ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir es nicht ganz gut gemacht, gab es auch noch, zumal hinten gab es auch ein paar Abstimmungsprobleme. Das müssen wir auf jeden Fall schleunigst in den Griff bekommen. Aber ich fand dennoch, in der zweiten Halbzeit haben wir das besser gemacht, hatten Torchancen, haben leider keine Torchance genutzt. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall die Woche dazu Zeit, noch Gas zu geben und denke, dass wir dann noch das ein oder andere Tor am Sonntag machen werden. Philipp Mbene, erstmal Glückwunsch. Du wurdest vorm Spiel zum Spieler der Saison geehrt. Ja, wie fühlt sich sowas an, Spieler der Saison zu sein? Ja, es war eine große Ehre. So eine Auszeichnung zu halten, habe ich mich sehr gefreut. Und ich bin froh, dass meine Saison einfach letztes Jahr gesehen worden ist und es freut mich sehr. Dann hast du die zweite Halbzeit gespielt gegen Derby County, leider 0-2 verloren. Wie empfandst du denn den Test? War es ein intensiver Test? War es ein Trainingsspiel? Wie war es denn gegen die Kanten aus England? Ja, ich denke, es war sicherlich nicht einfach, aber erste Halbzeit hat man gesehen, dass sie sehr Qualität haben, besonders im Offensivbereich haben sie gut den Ball laufen lassen. Ich denke dann aber, zweite Halbzeit haben wir es viel, viel besser gemacht, haben offensiv gute Aktionen gehabt und hätten uns auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt.